Auf der IAA in Frankfurt wird BMW das sportliche Topmodell der 5er-Baureihe zeigen. Die große Limousine soll selbst auf langen Strecken den Komfort eines edel ausgestatteten 5er mit sportwagenähnlichen Fahrleistungen kombinieren. Doch beim neuen M5 hatten die Ingenieure nicht nur die Vorgabe, Komfort und Sportlichkeit unter einen Hut zu bekommen. Mehr Leistung und weniger Verbrauch war wohl der wichtigste Punkt auf der Agenda. Deshalb müssen die M5-Fans dem V10 und seinem infernalischen Sound Bye-Bye sagen. Er wird von einem doppelt aufgeladenen 8-Zylinder mit 4,4 Liter Hubraum abgelöst. Der neue Motor liefert 560 PS und ein maximales Drehmoment von 680 Newtonmeter. Dass der Verbrauch aber nur bei durchschnittlich 9,9 Liter bleibt, mussten die Techniker die ganz hohe Schule des Motorenbaus anwenden. Benzin-Direkteinspritzung, zylinderbankübergreifende Abgaskrümmer und ein ausgefeiltes Turbosystem sind nur einige der Zutaten des hochdrehenden V8. Hinzu kommt die Efficient Dynamics Technologie. Start-Stopp-Funktion und Bremsenergierückgewinnung sorgen bei diesem Powerpaket für Effizienz. Hightech findet sich auch beim Fahrwerk und der Kraftübertragung wieder. An Bord sind eine dynamische Dämpferkontrolle, dazu eine einstellbare Fahrstabilitätsregelung. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe lässt sich in der Charakteristik je nach Wunsch oder Einsatz anpassen. Dabei bleibt die Rennstrecke nicht ausgenommen. Auch dort macht der neue Münchner eine gute Figur und kann einigen Sportwagen Paroli bieten. Dank der aus der Formel 1 bekannten Launch Control spurtet der M5 in nur 4,4 Sekunden auf Landstraßentempo. Während einige brave Familienkombis für diese Übung 13 Sekunden brauchen, ist die Business-Limousine in der gleichen Zeit bereits bei Tempo 200 angekommen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt BMW mit 305 Stundenkilometer an. Im Straßenbild wird der M5 optisch nicht gleich auffallen. Die dezenten Unterschiede zu seinen schwächer motorisierten Brüdern sind die Frontschürze mit den großen Lufteinlässen für Motor und Bremse, die ausgestellten Rathäuser und die breite Spur dürften auf den ersten Blick nur Kennern ins Auge fallen. Auffälliger ist da die als Diffusor ausgeformte Heckschürze.